Willkommen bei Wido Cloud. Wir befinden uns hier auf dem dritten IBM Social Business Mobility und Cloud Entscheidertag. Ich spreche mit Andreas Seifert, IBM-Mitarbeiter, und Ihre Bezeichnung ist Direktor Workplace Services. Habe ich das richtig gesagt? Perfekt, ja. Was verbirgt sich dahinter? Ich verantworte im Service House den Bereich Workplace Services, sprich alle Dienstleistungen, die wir rund um den Endanwenderarbeitsplatz erbringen. Das heißt, meine Teams beschäftigen sich damit, mit den Kunden gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie ein Arbeitsplatz der Zukunft aussehen kann, Migrationsszenarien aufzuzeigen, Testcases zu implementieren, aber auch dann wirklich dieses Projekt in der Transformation und Transition mit den Kunden gemeinsam durchzuführen. Und in verschiedenen Situationen betreiben wir auch hinterher die Lösung. Da sind natürlich Themen wie Windows XP nach Windows 7 Migration sehr, sehr wichtig im Moment. Dazu kommt das ganze Thema Bring Your Own Device. Das heißt, wie kann ich Tablets, Smartphones in die Unternehmens-IT einbinden? Und Themen, wie kann ich diesen flexiblen Arbeitsplatz auf verschiedenen Endgeräten rechenzentrumsbasiert zur Verfügung stellen. Wohin entwickelt sich Ihrer Erfahrung nach der flexible Arbeitsplatz und vor welchen großen Herausforderungen stehen da die Unternehmen? Ja, wenn man sich anschaut, wie dieser IT-Endanwender-Arbeitsplatz in der Vergangenheit ausgesehen hat, dann war es im Wesentlichen die IT-Abteilung, die die Standards vorgegeben hat, die den Arbeitsplatz definiert hat und einfach nur dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Thema Bring Your Own Device und Consumerization of IT, das heißt, ich möchte gerne die Endgeräte benutzen, die ich auch im privaten Umfeld einsetze, funktioniert das aber nicht mehr so in der Form. Da wird die IT vielmehr in eine Rolle gebracht, wo sie Enabler ist, diesen Arbeitsplatz auf verschiedenen Endgeräten zur Verfügung zu stellen. Wenn man das halt machen möchte, dann braucht man da eine entsprechende Technologie für, die das unterstützt, zum einen, und zum anderen auch andere Betriebsmodelle und Supportmodelle drumherum, weil wenn ich überall arbeiten kann, an jedem Platz, zu jeder Zeit, muss ich auch sicherstellen, dass dieser Arbeitsplatz auch verfügbar ist zu jeder Zeit. Das heißt, man braucht Rechenzentren-Szenarien, die ausfallsicher sind, die eine entsprechende Performance haben. Ich muss sicherstellen, dass im Fehlerfalle eine Support-Hotline zu erreichen ist. Das heißt, diese ganzen Betriebsmodelle und die IT in diese Richtung zu bringen, dass das möglich ist, das sind auch die größten Herausforderungen im Moment. Und da muss man sich schon ein bisschen Gedanken zu machen, bevor man so ein Projekt einfach angeht. Was muss ein Unternehmen, das die Transformation zu einem mobilen und flexiblen Arbeitsplatz antreten möchte, Ihrer Meinung nach unbedingt tun? Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, dass man als Unternehmen eine Strategie hat, wie man zu diesem flexiblen Arbeitsplatz hinkommen möchte. Und es ist halt nicht einfach damit getan, Tablets oder mobile Endgeräte ins Unternehmen einzubringen und ein Mobile Device Management zu machen. Das ist noch nicht die Strategie, sondern man muss vielmehr schauen, welcher Endanwender benötigt welche Applikationen und wie kann ich diese Applikationen dann auf verschiedenen Endgeräten zur Verfügung stellen. Dafür gibt es verschiedene technologische Möglichkeiten, das zu machen, die dann Endanwender abhängig sind. Und diese Szenarien aufzustellen, die Rollen zu definieren, die Anwendungen zu beschreiben, die auf den verschiedenen Endgeräten zur Verfügung gestellt werden müssen, mit den entsprechenden Supportstrukturen und Service-Desk, User-Help-Desk-Szenarien. Das muss man im Vorfeld sauber entwickeln, damit es hinterher in der Umsetzung und auch in dem späteren Betrieb keine Probleme gibt. Vielen Dank, Herr Seifert, für Ihre Einblicke.